Hey Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist Dennis aka Fragrance Talk. Moin aus Hamburg. Ja, heute haben wir wieder einen günstigen Duft von La Weave. Ich werde ja bombardiert. Stell mal das vor, stell mal dies vor, stell mal jenes vor. Ihr kennt doch Dior Sauvage. Ja, wer kennt ihn nicht? Den saustarken, Haltbarkeit meine ich damit, starken, ja, ganz Jahresduft, Büroduft, Sommerduft mit natürlich Ambroxan drin, aber ich nenne ihn ja immer den Johnny Depp Duft, wie ihr wisst. Ja, saustark. Ich mag ihn immer noch. Er soll ja nicht mehr so stark sein wie diese Version. Das ist die allererste Version. Er soll ja auch schwach geworden sein. Kann ich nicht so viel zu sagen. Aber wer natürlich nicht so viel Geld ausgeben möchte für Dior Sauvage, weil der ist nun mal preislich auch noch sehr teuer, höchstens ihr bekommt einen Gutschein und so weiter und so fort, kann natürlich auf La Weave, und zwar Extreme Story, zurückgreifen. Und ich muss sagen, auch hier La Weave macht das wahnsinnig geil. So, gleich vorweg, ich bin kein Dupe-Fan eigentlich. Ich stelle das natürlich auch wegen euch vor, aber trotzdem gefallen sie mir. Sie gefallen mir und ich werde sie auch benutzen. Klar, ich muss noch eins sagen, ich habe immer noch kein Mikrofon. Ich betone das immer für Leute, die das erste Mal einschalten. Ich habe noch kein Mikrofon. Mein anderes ist kaputt gegangen nach kurzer Zeit. Ich möchte mich eigentlich gar nicht darüber ärgern mehr. Es nervt einfach nur. Aber egal, das kommt wieder natürlich logischerweise. So. Extrem Story. Der einzige Unterschied hier ist wirklich eigentlich ganz cool. Natürlich, die Haltbarkeit ist hier nicht so gut. 5-6 Stunden. Ausstrahlung ist der, ich kann natürlich nur von der ersten Version ausgehen, auch stärker. Aber hier ist das Ambroxan, oder hier gibt es glaube ich gar kein Ambroxan drin, ist nicht sehr präsent, wenn überhaupt, aber ist auch sehr cremig. Der hat eine Cremigkeit, die das Original nicht besitzt. Selbst in der Luft ist der cremig und das gefällt mir. Und der Flakon, ja, ist auch gut. So, natürlich gibt es noch andere Zwillinge, was den Flakon angeht. Da ist er nicht jetzt vielleicht der Beste. Es gibt einen, ohne den jetzt hier zu nennen, der hat auch so einen Magnetdeckel, so wie das Original. Und ist auch sehr, sehr, sehr nah dran, auch von der Haltbarkeit und so weiter. Den hatte ich, ich weiß nicht, habe ich den vorgestellt? Ach, ich kann es einfach sagen. Ich meine den Whiter, heißt der Whiter. Ich möchte auch nichts Falsches sagen, weil ich den eigentlich sonst nicht auf dem Schirm habe. Ich habe den auch in meiner Sammlung. Ich glaube, sonst mache ich das mal oder mache ein komplett Video mit komplett Sauvage und seinen Dupes. Das könnte man auch mal machen, jedenfalls die ich kenne. Auf jeden Fall, das sind, wie gesagt, wieder 7 bis 9 Euro oder so. Das sind Preise, Mann. Dafür ist das Hammer gut. Und der kommt wieder sehr nah dran am Original. Nur, dass er noch cremiger ist, aber dafür auch nicht so stechend wie das Original. Das Original ist eben sehr stechend. Hier ist das nicht so. Und das gefällt mir. Und für Leute nochmal, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, die was fürs Büro haben wollen, zur Beerdigung, zur Hochzeit, was auch immer, die sonst keine Düfte benutzen, die können dann auf jeden Fall hier getrost zuschlagen. Und der geht das ganze Jahr. Das ist klar wie das Original. Und ja, da könnt ihr nichts mit falsch machen. So. Und ja. Hier oben. Ach so, der ist eigentlich gut. Auch der Flakon ist gut. Und der Duft auch. Also La Weave, immer noch Respekt. Wie gesagt, der Great Point, der Boss Bottle, das Video habe ich ja auch, das habe ich auch erst vor kurzem für euch hochgeladen gemacht. Ist top. Ein super top Boss Bottle Dupe. Und dann der Brave zu Invictus. Nicht ganz so gut wie das Original, aber trotzdem in Ordnung. Für mich bis jetzt der schlechteste, aber er ist wieder richtig gut dran und das gefällt mir. Und man muss ja, Mann, überlegt euch doch mal. Das sind jetzt 90, ich muss jetzt lügen, kleinen Moment. Nee, das sind jetzt 8, nee. 75 ml, das ist auch immer verschieden bei denen. 75 ml für 6 bis 9 Euro. Das sind 100 ml, natürlich ein bisschen mehr, aber kannst auch die 50er kaufen, bezahlt ihr auf jeden Fall um einiges mehr. Und natürlich, ich habe das Original immer, das ist klar, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt so ein Dupe-Fan, sonst würde ich sie mir auch nicht kaufen, aber weil mich das einfach interessiert, als Duft-Fan und natürlich auch für euch grundsätzlich,
weil nicht jeder gibt viel Geld aus und deswegen habe ich den natürlich auch gekauft. Ja, kann ich euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen und da könnt ihr nichts mit falsch machen. Und da macht ihr eigentlich auch nicht wirklich, weil wenn das wirklich stimmt, dass die neue nicht mehr so gut Haltbarkeit hat, dann macht ihr da nichts falsch mehr. Dann kauft euch LaWeef, weil ganz ehrlich, dieses Rumgespiele von diesen Marken, was natürlich sollte man zur Wahl hier das Original zu Hause haben, weil es einfach dahin gehört und immer noch ankommt, vor allen Dingen für Frauen immer noch perfekt ist. Aber wenn das immer schlechter wird, ich verstehe auch nicht, wo der Sinn. Ich begreife das nicht. Leute oder Firmen, die das nachmachen, halten manchmal länger und sind besser. So, was haben die großen Firmen wie Dior vor? Was soll das? Naja, das ist ein langes Thema. Reformulierung habe ich auch schon mal ein Dog Talk Video darüber gemacht, aber ja, ich kann das nicht ändern, ihr könnt das nicht ändern, wir müssen damit leben und so weiter und so fort. Aber LaWeef Extreme Story ist sehr, sehr gut, sehr, sehr nah dran am Original Sauvage. Eau de Toilette natürlich, nicht Eau de Parfüm und auch nicht das Parfüm. So, dann war es das wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde den Duft unten in meiner Beschreibung natürlich so gut wie es geht verlinken. Schaut doch mal rein, da sind auch noch andere Sachen. So, dann bis dann, mach's gut, Fragrance Dog. Thank you.